einen schönen guten Abend kann man zu dieser Uhrzeit ja auch schon sagen. Und schön, dass noch so viele hier sind. Eigentlich nach Messeschluss, zumindest bis zu diesem Freitag. Dieser Freitag, ganz besonders, bis 21 Uhr geöffnet. Und dementsprechend haben wir natürlich auch noch erweitertes Programm hier auf unserer Showbühne. Und ich freue mich jetzt an dieser Stelle auch, einen Fotografen begrüßen zu dürfen, den wir in dieser Woche noch nicht hier auf der Bühne hatten, auch mit einem schönen Thema. Wird auch weniger technisch, sondern es geht eher um das Storytelling hinter diesen Fotos. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere hier mag auch das Thema Motorrad. Haben wir zufällig Motorradfahrer hier unter uns? Ja, einige, sehr schön. Und selbst wenn man kein Motorrad fährt, Motorräder sind, das ist einfach ein cooles Teil. Ne? Das ist eine coole Thema. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass man mit dem Motorrad von der Mongolei nach Hamburg fährt, dabei einige Fotos macht, dann auch noch diese Reise nicht alleine, sondern mit einem zuerst praktisch wildfremden startet und nach 13.000 Kilometern natürlich eng befreundet ist, das kann man sich auch vorstellen, dann wird diese Story noch besonderer. Und deshalb freuen wir uns jetzt hier auf unseren nächsten Fotografen, der uns mehr dazu erzählen kann. Hier ist Dennis Kiminski-Thees. Ja, guten Abend. Hallo. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst? Ja. Ja? Ja, nicht nur einigermaßen, sondern schon recht deutlich. Vielen Dank. Ja, und dazu sehen wir aber jetzt auch einige Fotos. Und genau. Wie gesagt, in der Mongolei gestartet bis nach Hamburg. Und genau. Ganz kurz vielleicht zusammengefasst, wie kam es dazu, dass du dort, also im Endeffekt mit einem Fremden mehr oder weniger gestartet bist? Wie kam das zustande? Ja, wie kam das zustande? Ich saß irgendwann mal in Toronto auf dem Flughafen und habe eine E-Mail von einem Wildfremden bekommen. Ich war mal in irgendeinem E-Mail-Verteiler, so wie das halt ist. Ja, ja. Wer kennt es nicht, in irgendeinem E-Mail-Verteiler gelandet. Und dann schreibt mich einer an, ob ich mich nicht im Friol auskenne oder in Südfrankreich. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben, habe geantwortet, nee, aber versuch's mal mit Rumänien. Und dann sind wir halt irgendwann in der Mongolei gelandet. Und so kommt das dann halt. Und also von der Spam-Mail mehr oder weniger zu einer wahren Freundschaft. Ja, ich glaube, das war die erste Spam-Mail, die ich nicht gelöscht habe. Sehr schön. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit deinem Vortrag, Dennis. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch gleich beginnen. Ich habe gerade schon ein bisschen was gesagt. Wir sind von der Mongolei nach Hause gefahren. Das ist kein fototechnischer Vortrag, das ist mehr, so wie Chris schon sagte, Storytelling. Worum geht es eigentlich beim Motorradfahren und wie kann man das Ganze miteinander kombinieren? Ich bin, 2017 war das, sind wir von der Mongolei durch Sibirien bis nach Hamburg gefahren. Das sind insgesamt 13.500 Kilometer. Wenn man so einen kleinen Umweg macht über die Stans, über Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und ja, dann wieder zurück nach Kasachstan. Und genau darum dreht sich dieser Vortrag. Alles in 30 Minuten zu packen, das ist relativ schwierig. Deswegen konzentrieren wir uns heute mal ein bisschen auf die Stans. Das sind Länder, die man eigentlich kaum kennt, aber die immer, immer eine Reise wert sind. Ich wünsche viel Spaß bei Helges und meinem Long Way Home, der lange Weg nach Hause. Ja, Kurs West, immer der Sonne entgegen. Viel Spaß.
werde zu Hause mal gefragt, wie man an solche Bilder kommt oder warum man sich das antut, 13.000 Kilometer mit dem Motorrad um die Welt zu fahren. Und ich sage immer, indem man es einfach macht. Denn wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich solche Bilder mitnehmen. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu diesem Schild dort, Aralkum. Ich war 2015 schon einmal da mit meinem Freund Markus, damals mit einem Auto. Mit einem Motorrad ist das etwas ganz anderes. Wenn man mit dem Motorrad losfährt und fotografiert, dann ist das Motorrad viel mehr als ein Fortbewegungsmittel. Das ist ein Werkzeug, und zwar mit Menschen und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Nicht jeder hat ein Motorrad. Für viele ist das ja immer noch so ein bisschen, wenn man so angezogen ist, man sieht eigentlich aus, als ob man vom Mars kommt. Aber die Leute sind interessiert, jeder will sich dann mal draufsetzen. So kommt man mit den Leuten ganz, ganz schnell ins Gespräch. Und wir sind dann losgefahren, der Helge und ich. Das ist der gute Helge, nicht der Mann mit der Zigarette im Mund, sondern der Mann mit dem BMW-Anzug. Das ist der Helge, den habe ich dann halt kennengelernt. Und zwar genau einen Tag, bevor wir losgefahren sind, haben wir einmal per Skype noch telefoniert, dass wir überhaupt wissen, wie sehen wir eigentlich aus, wenn wir uns am nächsten Tag in Moskau auf dem Flughafen treffen. Und genau da haben wir uns auch getroffen. Helge und ich, wir hatten unsere Motorradanzüge an. Das ist ein Heidenspaß, 14 Stunden mit einem Motorradanzug im Flugzeug zu sitzen. Wenn man sowieso so gerne fliegt wie ich, dann wird das immer noch viel, viel besser. Das ist nämlich relativ warm. Und wenn man dann noch dicke Enduro-Stiefel anhat, ja, dann ist man froh, wenn man aus dem Flugzeug steigt. Wir haben die Motorräder per Spedition in die Mongolei gebracht. Die waren 6 Wochen unterwegs. Wir sind dann hinterher geflogen. Aber natürlich packt man erstmal alles ein, was man so braucht. Kameraausrüstung, Reisepass, Helm, ein kleines Stativ. Wir haben noch ein großes Stativ mitgebracht. Und wenn man dann alles aufs Motorrad packt, dann sieht das aus, als ob man damit locker umziehen könnte. Ich habe ja gesagt, unsere Reise führt uns Richtung Mongolei. Wir sind mit dem Flugzeug dann dahin geflogen, haben die Motorräder da in Empfang genommen, aus dem Zoll geholt mit einem Carnet de Passage und sind dann einmal quer durch Sibirien, ja, durch die Stans gefahren, um die sich dann dieser kleine Vortrag, diese kleine Exkursion hier dreht. Und wenn man dann so das erste Mal in Kasachstan wieder ist, nach ein paar Jahren, dann wird einem wieder bewusst, dass man sich erstmal eine Versicherung holen muss, weil die Kasachen lassen das Motorrad ohne Versicherung nicht ins Land. Und wir werden dann auch gleich noch sehen, warum man dort eine Versicherung abschließt, denn die Straßen in Kasachstan, ja, sind etwas einfacher gehalten. Kasachstan, das 8. größte Land der Erde, sehr, sehr kalte Winter, sehr, sehr heiße Sommer. Und wenn man sich diese Temperaturunterschiede vor Ort anguckt, dann weiß man auch, warum die Straßen dort so aussehen, wie sie aussehen. Ja, hier beim Nomad, das ist das offizielle Versicherungsbüro der kasachischen Staatsgesellschaft. Da haben wir dann unsere Versicherung geholt fürs Land. Die kostet dann ungefähr 12 Euro. Helge ist schon guter Laune, wir waren bis dahin fast 2 Wochen unterwegs durch Sibirien. Das ist nicht wirklich spannend. Und die spielen dann auch wundervolle Musik dort vor Ort. Und es ist natürlich auch verboten, von der Polizei Fotos zu machen, Videos zu drehen. Wir haben unsere Helmkameras dann laufen, aber die dürfen das natürlich von jedem machen. Die machen Fotos mit uns, sehr, sehr gastfreundlich. Ja, 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 was ist los, was ist das? Das haben wir uns auch gefragt. Überall, wo man eigentlich mit dem Motorrad anhält, wird man angehalten von den Leuten oder die Leute kommen dann gleich zu einem und fragen einen, was wir denn hier machen. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen ein bisschen die Straßen in Kasachstan entdecken. Wenn man das sieht, dass dort die Gullideckel fehlen, das ist mitten in einer großen Stadt, dann weiß man auch, dass man sein Motorrad besser, ja, Vollkasko versichert. Aber die Versicherung in Kasachstan, die deckt natürlich nur die Haftpflicht ab. Ja, und wenn man dann so durch Kasachstan fährt, dann hat man auch die Möglichkeit, mal Motorrad zu fahren auf einem Flughafen, auf einem Flugplatz vor Ort. Das im Hintergrund sind AN-2, Antonov AN-2, der größte Doppeldecker, eigentlich der beste Beweis, dass Ziegelsteine wirklich fliegen können. Ja, wir sind dann da auf diesem wundervollen Flugplatz ein bisschen Motorrad gefahren. Das sind Medivac-Flugzeuge. Damit wird man dann evakuiert, wenn man irgendwo in der Steppe einen Motorradunfall hat. Und bis man dann, ja, mit ungefähr 190 Stundenkilometern ins nächste Krankenhaus geflogen wird, dann ist man eigentlich auch schon so gut wie tot.
Ja, wenn man dann so weiterfährt, wir sind die Ostroute in Kasachstan dann gefahren, die Straßen bis dahin wirklich schlecht, die sanitären Verhältnisse wie immer in Osteuropa oder in Zentralasien etwas einfacher, aber dafür die Herzlichkeit der Menschen umso schöner. Und die beiden saßen dann am Straßenrand an ihrem kleinen Café und diese Menschen dort haben wirklich fast gar nichts und man wird dort dann einfach eingeladen, wir brauchten nichts zu bezahlen, obwohl wir eigentlich, ja, aus Deutschland kommen und der gute Mann hätte uns auch alles abnehmen können, wir hätten ihm alles bezahlt für eine gute Tasse Tee. Wir haben dann immer Bonbons dabei, ein bisschen Kümmerling für die Leute dort. Das passt immer. Also ich habe immer, meine Koffer sind immer voll mit Fotoausrüstung, Drohne. Ich habe auch drei Unterhosen dabei, ein T-Shirt und so weiter und so fort. Aber Kümmerling, das passt immer in den Koffer. Und das ist auch gut so, die Leute freuen sich drüber. Ja, ich habe ja gerade schon was über die Straßen gesagt. Das sind die Straßenverhältnisse dort im Osten von Kasachstan. Kasachstan eigentlich ein sehr reiches Land. Die haben viel, viel Geld durch Öl, durch Bodenschätze, aber es kommt halt nicht wirklich viel in der Infrastruktur an. Helge, was sagst du zur Straße? Ich finde, man sollte diese Straße und auch die Löcher da drin mit getrockneten oder geräucherten Fisch auffüllen. Dann schlägt es nicht mehr so und es riecht auch gleich noch viel besser. Einer mit seiner Unterkunft kurz vor Almaty nicht so ganz zufrieden. Das ist nämlich das, was Helge auf seiner Karte hatte. Ja, die Unterkünfte sind auch dann teilweise dementsprechend. Wir haben für die Route nach vom Semei bis Almaty, der ehemaligen Hauptstadt von Kasachstan, haben wir 2 Tage eingeplant. Es sind derer 4 geworden, weil wir eigentlich die Strecke doppelt gefahren sind, nämlich einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite, weil wir den ganzen Schlaglöchern ausweichen mussten. Die Bilder, die ihr da gerade gesehen habt, von den guten Straßen, das ist wirklich, je dichter man an die großen Städte herankommt, umso besser werden die Straßen. Aber alles, was weiter weg ist als 150 Kilometer, da wird es dann auf dem Motorrad wirklich haarig. Und in Almaty lernen wir dann den guten Mann kennen, der neben mir steht, das ist der Maxim, mit dem habe ich heute noch Kontakt, der Vorsitzende des BMW GS Club in Kasachstan, der hat sich unserer angenommen, der hat alles klar gemacht, der hat uns Ersatzteile noch besorgt, weil wir ja noch durch Usbekistan mussten und in Usbekistan gibt es wirklich fast gar nichts mehr, vor allen Dingen kein Benzin. Er hat uns dann auch einen Tipp gegeben, Mensch, fahrt doch mal ein bisschen raus, wenn ihr sowieso nach Kirgisistan wollt, wenn ihr eh schon auf der Ecke seid, dann fahrt doch mal zum Shirim Canyon. Und das haben wir dann auch getan, haben dann mitten in der Steppe unsere Zelte aufgeschlagen. Und sowas erwartet man eigentlich nicht in Kasachstan, sondern sowas erwartet man eigentlich mehr in Arizona. Und wenn man dann dort zeltet und diesen Sonnenuntergang genießt, dann hat das eine ganz, ganz magische Stimmung. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Motorrad da ist, wenn man begeisterter Motorradfahrer ist. Wie gesagt, Motorradfahren ist ein Lebensgefühl. Wenn ich das mit dem Auto gemacht hätte, wäre es, glaube ich, nicht dasselbe gewesen. Ja, nachts ist es da totenstill. Da ist wirklich nichts. Das nächste Haus liegt ungefähr 200 Kilometer entfernt. Zwischendurch gab es vielleicht nochmal einen Shop, aber der hatte nicht wirklich was zu bieten. Also mussten wir natürlich von unseren Tüten so beleben. Und das ist der gute Mann, dem die Leute das dort zu verdanken haben, dass die Straßen so gut sind. Das ist Nursultan Nazarbayev.
der das Land wirklich mit eiserner Hand regiert. Aber die Leute sind zufrieden und die wirken nicht unzufrieden. Ganz im Gegenteil, sie sind sehr gastfreundlich und sie finden sich halt mit dem ab, so wie es da ist. Wie man sieht, wir haben auch immer deutsche Zigaretten mit bei. Wenn sie nicht durchregnen oder sowas, dann ist das auch immer ein ganz willkommenes Geschenk. Die Leute, bevor sie rauchen, nehmen sie die Zigarette und ziehen erstmal unter der Nase entlang, ganz genüsslich. Ich glaube, dass deutsche Zigaretten anders riechen als das, was die in Russland oder in Kasachstan kennen. Und dann nehmen die sich auch immer gleich zwei raus oder drei. Eine wird sofort geraucht, die andere wird nochmal gerochen und eine wird sich meistens noch in das Ohr geklemmt. Ja, unser nächstes Land auf der Reise ist Kirgisistan, Hauptstadt Bischkek. Ich war 2016 schon mal dort. Wer das Tamron-Magazin gelesen hat, da waren wir drin 2016 mit unserer Reise. Ein ganz, ganz tolles Land, eine wunderschöne Landschaft. Jedem, der ein bisschen fotobegeistert ist und der mal wissen will, was wahre Gastfreundschaft ist, dem kann ich das empfehlen. Fahrt nach Kirgisistan. Ein ganz, ganz tolles Land mit bis zu 7439 Meter hohen Bergen. Und wenn man dann so diese Straßen entlang fährt und diese Berge im Hintergrund sieht, das ist jetzt, die sind jetzt teilweise bis zu 6200 Meter hoch, das ist schon amtlich. 90% der Landesfläche von Kirgisistan liegen über 1800 Meter. Und da hat man dann, wenn man ein bisschen hochfährt mit dem Motorrad, da hat das Motorrad manchmal gerade mit dem Gepäck, wir haben so um die 50, 55 Kilo Gepäck mit, da wird das dann manchmal ein bisschen dünner, wenn man da dann die Pässe hochfährt. Und die Kirgisen sind dann natürlich auch sehr praktisch veranlagt, was den Brückenbau angeht. Da wird einfach ein Container rübergelegt. Mit dem Geländewagen hat man da schwere oder hat man da schlechte Karten, da durchzukommen. Mit dem Motorrad geht das und da kann man halt sein Zelt irgendwo aufschlagen, wo es nicht immer ganz gut riecht. Die Kirgisen haben sehr, sehr viel Viehhaltung und dann zeltet man halt genau dort, wo Schafherden durchgetrieben werden, wo Rinder durchgetrieben werden. Das ist manchmal ein sehr geruchsintensives Erlebnis, wenn man dann abends in seinem Zelt liegt. Ja, und während Helge hier eine wunderbare Knorr-Tütensuppe kocht, ich weiß gar nicht, darf ich das hier sagen? Knorr, ist das Schleichwerbung? Sarah, darf ich Knorr sagen? Ja, ich darf's. Knorr-Tütensuppe haben wir uns dann immer gemacht. Auf 2500 Meter muss man schon mal gucken, wie das mit dem Gas hinkommt, im Gaskocher. Das ist nicht immer so ganz einfach. Da fehlt manchmal etwas Druck. Aber wir sind gut satt geworden. Und da geht die Reise auch weiter frisch gestärkt am Issyk-Kul entlang. Der Issyk-Kul, der zweitgrößte Gebirgssee der Welt. Und hier hat sich irgendein Kirgise damals gedacht, ich baue mir hier ein tolles Haus hin, hat so ein paar Jurten hingebaut und der ist dann irgendwann pleite gegangen, der konnte das ganze Thema dann nicht weiterbauen. Aber für einen Buddha da oben oder für sein Abbild, da hat es noch gerade gereicht. Ja, der Issyk-Kul liegt auf knapp 1600 Meter Höhe, zweitgrößte Gebirgssee der Erde. Wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, wenn man da mal drin schwimmen geht. Das kann ich jedem empfehlen. Das hat ungefähr 3 Grad oder 4 Grad das Wasser, wenn man dann im Mai dahin fährt. Bei uns hat es 8 Grad, aber es war halt wirklich spannend, da einmal reinzuhüpfen. Die Bilder möchte ich euch aber davon ersparen, aber wir waren wirklich drin, das könnt ihr mir glauben. Unsere Reise geht weiter zum einzigen architektonischen Highlight Kirgisistans, das ist nämlich Taschrabat, eine alte Karawanserei, die wir auch schon im Vorspann gesehen haben. Aber natürlich, wie das immer so ist bei einer BMW, da geht natürlich irgendwas kaputt. Ich fahre ja eine Honda Africa Twin, wie man auch am T-Shirt sieht, Honda. Ich war ganz zufrieden, mein Motorrad ist natürlich nicht kaputt gegangen, aber Helge ist hinten sein Fender abgerissen, sein Spritschutz und hat ihm dann den ABS-Sensor abgerissen und da kann man nicht mal mehr das Fahrwerk in der Höhe verstellen. Also mussten wir natürlich erstmal das halbe Motorrad auseinanderbauen in einer Hinterhofwerkstatt. Und die haben uns das dann fachmännisch repariert. Das sieht so ein bisschen aus, als ob da ein bisschen Crystal Meth gebraten wird oder gebacken wird oder gekocht wird. Aber die Jungs haben es wirklich hingekriegt. Mit ein bisschen Heißkleber kriegt man sogar eine BMW wieder flott. Dann wird das ganze Thema noch zusammengeschraubt, dann wird man noch ein bisschen abgezockt durch das Hin- und Herrechnen. Zuerst wollten sie Euros haben, dann wollten sie Dollars haben. Nein, dann wollten sie wie der kirgisische Som, um dann doch wieder einen Euro zu zahlen. Und irgendwann war ich dann so durch den Wind, dass ich, glaube ich, für die Reparatur dreimal so viel bezahlt habe, wie eigentlich verlangt. Ja, wir erreichen dann am selben Tag noch Taschrabat. Die Karawanserei aus dem 16. Jahrhundert, eins der Highlights. Wenn man sich mal vorstellt, hinter den Bergen liegt China und
ja, zu der Zeit war das noch etwas anderes. Ich meine, wir haben 95 PS oder 110 PS und fahren dann da über die Pässe, das ist kein Problem. Aber wenn man sich mal überlegt, wie die Menschen dort damals über diese Berge geklettert sind, mit ihren Kamelen, mit ihren Mulis oder sonst irgendwas, dann weiß man, welche Strapazen die Menschen damals auf sich genommen haben. Und ja, wie einfach das für uns dann ist. Wir beziehen unser Quartier in einer Jurte, in einem Jurtenhotel. Das kann man da buchen, das ist relativ günstig, sehr, sehr authentisch. Und ja, die Kinder spielen dann dort ein bisschen rum. Die Leute dann hier gucken nach ihren Pferden, wie sehr, sehr viele Pferde. Kirgisistan, das Land der Pferde, es gibt dort mehr Pferde als Einwohner. Und die schauen dann halt ihren Wildpferden nach, die dort wirklich in den Tälern umherlaufen. Ja, Helge hat dann einen kleinen Abstecher gemacht in die alte Karawanserei. So sieht das ganze Thema dann von innen aus. Das ist eine der größten Karawansereien auf der Seidenstraße und auch eine der am besten erhaltensten. Ja, und hier sieht man unser Quartier. Das, was man hier sieht, das ist der Schornstein. Wir haben dann darum gebeten, das Ganze liegt auf 3200 Meter Höhe, da wird das dann schon mal sehr frisch am Abend. Wir haben dann gebeten, ob die gute Dame nicht vielleicht den Ofen anmachen kann. Und wer jemals in einer beheizten Jurte geschlafen hat, der weiß, dass man da locker einen Aufguss drin machen kann. Sobald sich der Ofen dann aber abkühlt, ist dann vorbei mit Sauna, da wird das relativ schnell sehr, sehr kalt. Sanitäre Anlagen, habe ich gesagt, sind immer etwas rudimentärer, aber man kann sich zumindest waschen. Für Wasser ist gesorgt. Es gibt für jeden 2,5 Liter. Damit kann man Zähne putzen, damit kann man sich die Haare waschen, ein bisschen frisch machen, wenn man aus seinem Motorradanzug steigt, in dem man eigentlich schon viel zu lange drinsteckt. Und dann kommen wir am nächsten Morgen aus dem Zelt und Helge sagt, hey, komm mal raus, das hat geschneit. Ich sage, hey Helge, jetzt mal unter uns. Wir haben Anfang Juni, hier schneit das doch nicht mehr. Und dann kommen wir raus und dann sind die Motorräder ausgeschneit und ich hole meine Drohne raus und lasse sie einmal über dieses wunderschöne Tal fliegen. Schnee sieht. Ja, wir machen uns dann auf den Weg Richtung Osch, wollten eigentlich in 2 Tagen in Osch sein und wie das so ist in Zentralasien, wir fahren dann über einen der schlimmsten Pässe in ganz Zentralasien, die Reifen setzen sich zu, wir legen uns ungefähr gefühlt 10-mal jeder auf die Seite, das macht uns aber relativ wenig aus, denn die Landschaft entschädigt für alle Strapazen. Hier sehen wir so ein paar alte Bauten, alte Gräber, die dort in Kirgisistan überall am Wegesrand stehen. Die sind ganz, ganz schön, aber die Temperaturen dann auch hier oben relativ heiß. Wir reden hier von 32 bis 33 Grad auf einer Höhe von ca. 1500 Metern. Ja, und dann kommen wir an den Pass, an den Kaldaman, der uns alles abverlangt. Der Kaldaman, der am schwierigsten zu befahrende Pass in ganz Zentralasien. Der Grund, warum wir nach Osch nicht 2, sondern 4 Tage gebraucht haben. Denn ja, wenn man diese Straßen fährt auf über 3000 Meter Höhe und man kann nichts mehr sehen und es versperren einem Erdrutsche den Weg
Da kann man schon mal zu Hause anrufen, die Freundin, und sagen, hey Schatzi, mach was, hol uns hier raus. Und am nächsten Tag war es auch ganz gut so, denn das Militär stand vor der Tür. Wir haben unser Zelt innerhalb von 5 Minuten abgepackt, alles aufs Motorrad geladen. Ja, und dann sind wir vom Militär über diesen Erdrutsch geschoben worden oder fast getragen worden. Ja, da macht man natürlich noch ein Bild mit der Gruppe, aber ich weiß nicht, ob ihr selber drauf kommt. Irgendeiner hat sich da aufs Bild geschlichen, der da gar nicht hingehört. Den haben die guten Leute dann auch gleich verbannt und haben natürlich mit uns noch mal ein Bild gemacht. Ich war noch nie so froh, uniformierte Menschen zu sehen, obwohl ich selbst bei der Bundeswehr war. Ja, also wir sind im Tod gerade noch von der Schippe gesprungen. Der Tod kommt in Kirgisistan etwas langsamer. Wir füllen noch mal unseren Sprit auf hier. Bester deutscher Sprit für 60 Euro, 15 Liter. Das ist relativ teuer. Nein, es war natürlich kirgisische Som und dann war das eigentlich auch relativ günstig. Aber wir mussten hier unseren Tank auffüllen, weil unser nächstes Land, Usbekistan, da gibt es keinen Sprit. Die haben zwar Öl ohne Ende, aber die machen da nichts draus. Und da gibt es dann wirklich in einer 250.000 Einwohnerstadt keinen Sprit. Ja, das hat man dem guten Mann zu verdanken. Das alles so ein bisschen, die glucken da alle so ein bisschen zusammen. Der ist aber 2014 gestorben, Islam Karimov, der verkauft das ganze Öl und für die Leute da bleibt halt relativ wenig über. Ja, wir machen uns dann auf den Weg in Samarkand, einer der schönsten Städte der alten Seidenstraße, auf den örtlichen Bazar. Hier wird das Geld gezählt, usbekische Som, da kriegt man immer ein bisschen mehr für seinen Wechselkurs. Die Leute dort sehr, sehr freundlich, wir müssen alles probieren, wir kriegen eigentlich alles umsonst. Und das ist dann eine offizielle Wechselstube oder inoffizielle Wechselstube in Usbekistan. Und wenn man dort dann ja, ein bisschen Geld wechselt, so 50 Dollar, dann bekommt das Wort Geldbeutel auch eine ganz andere Bedeutung. Wir haben so schwarze Tüten gekriegt, damit man nicht gleich sieht, dass wir, ja, sah aus wie so eine Beate-Use-Tüte, nur mit ganz viel Geld drin und das war dann halt unser neuer Geldbeutel. Da kann man dann viele schöne Sachen von kaufen, für die Frauen zu Hause. Helge steht das natürlich viel, viel besser als seiner Frau. Aber wir sind ja eigentlich da, um die Architektur der Seidenstraße noch einmal hautnah zu erleben. Wenn man sich das mal anguckt, was die Leute damals schon gebaut haben, als wir uns in Europa noch mit Keulen und Äxten auf die Köpfe gehauen haben, dann ist das schon sehr, sehr erstaunlich.
Ich habe ja gesagt, es gibt Öl überall, man sieht überall die Pferdekopfpumpen, aber wenn man dann so wie wir unsere Tanks nicht ganz voll hat, dann ist man froh, wenn man überhaupt irgendwo mal Sprit findet. Wie gesagt, wir reden von einer 250.000 Einwohnerstadt und es gab eine Tankstelle, die Sprit hatte, wo man gesagt hat, dass sie Sprit hatte, aber auch die war ausverkauft und dann geht man an den nächsten Cola-Shop und dann kriegt man ja Sprit aus einem Saftkanister. Natürlich feinster Sprit, 95 Oktan, da kann man natürlich Gift drauf nehmen. Das, was da rauskommt, ist bestimmt kein 95 Oktan, sondern eher 80. Wir hatten dann so ein bisschen Oktanbooster, aber das ging dann relativ gut. Und man kriegt dann auch noch ein bisschen Eis dazu, ein iPhone 5 Eis, das neueste hatten sie leider nicht. Aber gut, man muss auch manchmal mit den einfachen Dingen zufrieden sein. Ja, wir fahren dann weiter nach Kasachstan, wieder zurück nach Kasachstan, sind glücklich, nach Samara sind es nur noch 2137 Kilometer. Das wäre so, als würde man Madrid in Hamburg ausschildern. 39 Grad und da kann man sich schon mal mit dem Hochdruckreiniger absprühen lassen. Dann treffen wir zwei Italiener. Wir sind ein bisschen sauberer als die, die sind den Pamir Highway gefahren. Mit denen fahren wir ein paar Tage zusammen. So sieht es dann in Kasachstan in der Steppe aus. Alles relativ eintönig, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr reizvoll. Hier noch ein kurzes Bild in Baikonur, dem Kosmodrom, was die Russen ja irgendwann auflösen werden, weil die gehen Richtung Ostsibirien. Woran merkt man, dass man in Kasachstan ist? Natürlich an den Kamelen, an den rollenden Mistkäfern und an einer Stadt, die ihresgleichen sucht, nämlich Aralsk, die am Ufer, mitten im Aralkum, der neu entstandenen Wüste, ja, mitten im Nirgendwo liegt und vor sich hinsieht. Es war mal eine blühende Hafenstadt, das muss man sich mal vorstellen. Früher eine der Hauptstandorte für die russische Fischindustrie und heute liegt die ganze Stadt gut 80, 90 Kilometer vom Ufer des Aralsees weg. Das ist eine Riesenkatastrophe, was da passiert, weil die Usbeken das ganze Wasser abzapfen für ihre Baumwollplantagen. Und dann sieht es dort so aus, das waren Hafenkräne, die standen wirklich direkt am Ufer. Und das ist sehr deprimierend, wenn man dort ist. Und mich nimmt das heute mit, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich die Bilder noch einmal sehe. Denn die Leute leben dort nur noch von der Hoffnung auf bessere Zeiten. Sind die kläglichen Reste des Aralsees. Und das ist nicht ganz einfach, wenn man das zweite Mal dort ist. Ich war zweimal in Tschernobyl in der Sperrzone, aber das hat eine ganz eigene Qualität. Ja, wir werden dann in Aralsk noch von einem Hochzeitspärchen eingeladen und die sind dann auch aller guter Dinge. Helge hat ein bisschen Angst um seine Maschine und stellt sich gleich mal hinter, hält die fest, weil die Leute haben das nicht immer so. Da kann auch schon mal sein, dass da irgendwas umkippt, aber das ist ja nicht ganz so wild. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, was muss man tun, um so ein Bild zu kriegen, wie das, was wir am Anfang gesehen haben. Erstmal, man braucht ein bisschen Sprit und man muss einfach seine Koffer packen und los. Und wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch alle. Vielen Dank. Ja, yeah, Dennis. Dennis Zywinski, Tees. Und Dennis, vielen, vielen Dank. Man merkt, die Story könnte man jetzt noch ziehen, locker wahrscheinlich auch 2 Stunden. Und es gibt dafür auch entsprechende Termine und Vorträge. Genau. Also wer sich interessiert, das Ganze mal wirklich in voller Länge zu hören gerne dabei wäre, hier gibt es einige Flyer, die hast du mitgebracht. Genau. Die verteilen wir gerne. Ich würde sagen, du bist dann eh noch hier, oder? Ja. Falls jemand noch Fragen hat, wie gesagt, und Interesse hat, mal hier bei so einem Vortrag dabei zu sein, Dennis Heifer ansprechen. Dankeschön, Dennis, für diese Zeit und für deine Präsentation.